Hallo, heute gibt es endlich mal einen Lesemonat von mir, der erste dieses Jahr, und wir haben schon April. Das liegt nicht nur, aber auch daran, dass ich dieses Jahr im April, nee, im Januar und im Februar tatsächlich wenig Bücher gelesen habe und es für mich eigentlich auch recht schnell feststand, dass ich diese 2 Lesemonate in ein Video packen werde, weil es sich einfach mehr lohnt. Und das machen wir jetzt auch und fangen an. Das Jahr fing für mich mit einem Reread an, und zwar Bergland von Jaga Kubsova. Ich hatte dieses Buch erst Ende letzten Jahres gelesen, es ist also noch nicht so lange her. Wir hatten im Januar dann aber ein Gespräch mit der Autorin über dieses Buch in unserem Buchclub auf Instagram drüben in einem Livestream. Und um mich auf dieses Gespräch nochmal etwas besser vorzubereiten, habe ich das im Januar dann noch einmal gelesen. Da es aber jetzt nicht so lange her ist, dass ich über dieses Buch gesprochen hatte, fasse ich mich an dieser Stelle erneut etwas kürzer. Das Ganze spielt auf jeden Fall in Südtirol und es ist eine Familiengeschichte. Wir lesen hier über 3 Generationen, die jeweils um den Erhalt ihres Hofes kämpft. Dabei hat natürlich jede Generation so ihre ganz eigenen Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber auch ihre ganz eigenen Vorstellungen, wie es mit diesem Hof weitergehen soll. Und so lesen wir beispielsweise, dass in der Nachkriegszeit Rosa als Frau alleine diesen Hof bewirtschaftet hat, was nicht so leicht war. Dabei hat sie aber gelernt, von der Natur zu lernen. Später dann übernimmt Rosas Sohn Sepp den Hof und er findet Rosas Arbeitsweise sehr rückständig. Er ist mehr für den modernen landwirtschaftlichen Fortschritt. Und dann die nächste Generation, Sepps Sohn und die Schwiegertochter, können einfach von der Landwirtschaft nicht mehr leben und ihre Familie durchbringen. Und so setzen sie dann, wie viele andere Bauern auch, zusätzlich auf den Tourismus. Aber auch diese Sparte ist unglaublich zeitintensiv und rechnet sich kaum. Letztlich müssen sie dann alle gemeinsam überlegen, wie es weitergehen soll. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht viel mehr darüber sagen. Es ist auf jeden Fall ein wirklich wunderschöner und auch wunderschön geschriebener und auch unglaublich atmosphärischer und fesselnder Roman, der mich wirklich so schnell in seinen Bann gezogen hatte und auch beim zweiten Mal tatsächlich. Es hat einfach wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, es zu lesen und steckt sehr viel mehr in diesem Buch, als man anfangs annehmen mag. Also ich war zumindest sehr positiv überrascht, was mir dieses Buch noch alles geben konnte. Und deswegen kann ich es wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich wollte mich kurz fassen, deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Buch. Es ging weiter mit einem Buch, das mir der Verlag schon vor Erscheinen zugeschickt hatte. Deswegen konnte ich das im Januar schon lesen. Und zwar Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigan. Es geht hier um Melanie. Sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Familienvloggerinnen in Frankreich. Sie postet auf Instagram und YouTube so gut wie täglich Inhalte, allerdings selten von sich selbst, sondern fast ausschließlich von ihren 2 kleinen Kindern, Kimi und Sammy. Die 2 sind 6 und 8 Jahre alt. Und damit sind sie auch unglaublich erfolgreich. Also wirklich Millionen Menschen folgen Kimi und Sammy auf den sozialen Medien. Eines Tages dann aber verschwindet Kimi, das jüngere Kind, spurlos. Der Kidnapper meldet sich dann auch bald und stellt auch wirklich klare Forderungen. Natürlich wird dann auch sofort die Polizei eingeschaltet und die Polizeikommissarin Clara kümmert sich um diesen Fall. Das heißt, wir lesen hier auch Polizeiberichte und auch diverse Vernehmungen verschiedener Figuren. Und im letzten Drittel des Buches dann gibt es einen Sprung in die Zukunft, in das Jahr 2031. Und dort erhalten wir einen Einblick, was mit den Figuren passiert ist. Und das ist deswegen insbesondere so interessant, weil es in diesem Buch auch hauptsächlich um das Leben und die Entwicklung von Kinderinfluencern geht. Aufgezeigt wird also die Verletzung ihrer Privatsphäre und ihrer Würde im Internet, öffentlich. Und es wird auch aufgezeigt, was von ihnen abverlangt wird. Und dadurch stellt sich eben auch automatisch die Frage, ist das wirklich alles noch Spiel und Spaß und Freizeit oder ist das tatsächlich schon Kinderarbeit? Und letztlich sind die Kinder auch nie wirklich sie selbst. Sie müssen eigentlich permanent eine Rolle spielen und folgen genauen Anweisungen und Inszenierungen der Mutter und noch einiges mehr. Ich möchte gar nicht alles aufzählen, aber ich fand insbesondere deswegen auch den Titel sehr gut gewählt, denn natürlich, die Kinder sind Könige. Das ist das, was
die Eltern dieser Kinderinfluencer gerne nach außen präsentieren. Und ganz verkehrt, so gesehen, ist es nicht. Denn wie Könige sind die Kinder bekannt und berühmt, beliebt oder verhasst, in jedem Fall aber nicht frei, weil sie permanent im Auge der Öffentlichkeit stehen. Und das bedeutet eben einen großen psychischen Druck. Ich wollte jetzt echt nicht ausufern. Ein äußerst interessantes und sehr wichtiges Buch, wie ich finde, das mich sehr nachdenklich gemacht hat und das mich auch sehr bewegt und beschäftigt hat. Ich kann es wirklich wärmstens empfehlen, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Ich fand es wirklich toll. Übrigens, wer dieses Buch schon gelesen hat, also entsprechend nicht mehr gespoilert werden kann, am kommenden Montag, den 11. April, werden wir mit der Autorin höchstpersönlich über dieses Buch sprechen, via Zoom. Das war nämlich unsere Gemeinschaftslektüre in unserem Leseclub auf Instagram gemeinsam mitlesen. Deswegen dieses Gespräch mit Delphine de Vigan. Falls ihr Interesse habt, daran teilzunehmen und gegebenenfalls auch am Ende unseres Gesprächs selbst eine Frage an Delphine de Vigan zu stellen, dann findet ihr den Link für die Teilnahme und mit allen weiteren Informationen unten in der Infobox. Also bei Interesse schaut dort gerne nach. Ich freue mich riesig. Also wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Fan von Delphine de Vigan bin und entsprechend groß ist meine Aufregung und meine Freude. Es geht weiter mit The Song of Achilles von Madeline Miller. Auf Deutsch heißt es, vermute ich, das Lied des Achill. Ich bin Circe von Madeline Miller geliebt und wollte deswegen gerne auch dieses Buch von ihr lesen. Auch hier handelt es sich um eine Nacherzählung der griechischen Mythologie und zwar um Achill und Patroklos. Achill ist vermutlich bekannter. Interessanterweise wird uns diese Geschichte aber aus der Perspektive von Patroklos erzählt. Patroklos ist ein Prinz, der verstoßen wird und dann im Exil lernt er eben Achill kennen. Achill ist der Sohn eines Königs und einer grausamen Göttin eigentlich. Die zwei freunden sich an und je besser sie sich kennenlernen, umso größer wird auch ihre gegenseitige Zuneigung und Verbundenheit. Und irgendwann sind sie dann wirklich unzertrennlich und genießen gemeinsam Unterricht in Kampfkunst und Heilung und so weiter. Insbesondere bei Achill zeigen sich einige Begabungen. Als dann später der Krieg gegen Troja ausbricht, nimmt Achill daran teil und zwar einzig, weil er auf den großen Ruhm aus ist. Patroklos ist bei weitem kein so guter Krieger wie Achill, aber trotzdem lässt er seinen Freund und Geliebten in dieser Schlacht nicht allein. Und wie das Ganze dann weitergeht, werde ich an dieser Stelle nicht verraten, denn vielleicht gibt es ja auch noch andere Menschen wie mich, die sich mit der griechischen Mythologie nicht ganz so gut auskennen und denen möchte ich jetzt nichts vorwegnehmen. Nach Ich bin Circe hatte ich mir viel erhofft von diesem Buch, muss aber gestehen, dass ich in diesem Fall nicht ganz so schnell und nicht so gut in die Geschichte reingekommen bin. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Achill und Patroklos hier nicht nur Freunde sind, sondern auch ein Liebespaar. Und für mich persönlich stand die Beziehung der zwei einfach etwas zu stark im Vordergrund. Der Fokus war zu sehr auf der Liebesgeschichte und den Liebesgedanken, sodass für mich mit der Zeit irgendwie so ein bisschen die Spannung nachließ und die Neugier und die Abwechslung. Schade fand ich auch, dass dadurch manch andere Figur oder auch Ereignisse etwas in den Hintergrund gedrängt wurden. Also beispielsweise werden die zwei ausgebildet bei einem Zentauren, dessen Namen ich auch schon gar nicht mehr weiß. Und über ihn oder einfach über die Zeit dort hätte ich gerne etwas mehr erfahren, nur als Beispiel. Das fand ich ein bisschen schade. Gegen Ende der Geschichte nahm das Ganze dann aber doch noch etwas an Fahrt auf. Ich weiß, dass es nicht unbedingt fair ist, dass ich Madeline Millers späteres Buch mit diesem hier vergleiche, aber ich kam auch während des Lesens einfach nicht umhin daran zu denken und die Bücher zu vergleichen, denn Circe, finde ich, wurde mit einer so schönen Tiefe und Komplexität dargestellt. Und das hat mir hier tatsächlich gefehlt, sowohl bei Achill als auch bei Patroklos und auch bei den anderen Figuren. Und das fand ich wirklich sehr bedauerlich, denn darauf hatte ich mich ehrlich gesagt mitunter am meisten gefreut. Ich hatte wahrscheinlich auch einfach zu hohe Erwartungen. Ich fand es okay, aber ich fand es jetzt auch nicht wirklich gut, leider.
Dann gab es noch einen Reread, und zwar Loyalitäten von Delphine de Vigan. Ich hatte dieses Buch vor 2, 3 Jahren gelesen. Es geht hier um Theo. Er ist 12 Jahre alt. Seine Eltern sind geschieden und haben keinen Kontakt mehr zueinander. Die Mutter empfindet immer noch große Abneigung und Verbitterung dem Vater gegenüber und bringt es auch regelmäßig zum Ausdruck. Der Vater hat sein Leben einfach nicht mehr unter Kontrolle. Er ist antriebslos, er ist depressiv und kriegt einfach wirklich nichts mehr auf die Reihe. Theo pendelt zwischen den beiden Elternteilen hin und her. Er hilft dem Vater so gut er eben kann. Die Mutter erträgt er und gibt sich Mühe, ihr nicht noch zusätzliche Sorgen zu bereiten. Aber natürlich leidet Theo unter der ganzen familiären Situation. Allerdings nur im Stillen. Er vertraut sich wirklich niemandem an, spricht mit niemandem darüber. Und zwar aus Loyalität den Eltern gegenüber. Er möchte seine Eltern schützen. Zuflucht findet er dann nur im Alkohol. Er trinkt und mit der Zeit auch immer mehr. Anfangs mit seinem besten Freund, dann gelegentlich auch alleine. Und man kann einfach wirklich sehen, wie es bergab geht mit ihm. Und es ist schlimm genug. Noch schlimmer ist, dass niemand bemerkt, wie schlimm es Theo geht. Einzig seine Lehrerin ahnt, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber die Frage ist natürlich, ob sie es schaffen kann, beziehungsweise überhaupt auch noch rechtzeitig schaffen kann, das Ruder zu reißen. Erzählt wird uns die Geschichte aus 4 Perspektiven, und zwar aus der Perspektive von Theo, von seiner Lehrerin, von Mathis, seinem besten Freund, und von Mathis Mutter. Ich bin jetzt nicht vorhin auf jede einzelne Figur eingegangen, das macht aber nichts, denn letzten Endes geht es bei allen 4 Figuren und ihren Geschichten um Loyalität. Und das ist etwas, was mir beim ersten Mal, genauso wie bei diesem Mal auch, ganz besonders gut gefallen hat. Und zwar, dass durch diese verschiedenen Perspektiven auch ganz unterschiedliche Arten und Varianten von Loyalität beleuchtet werden. Gute und auch schlechte Loyalität. Es geht auch um Loyalität in verschiedenen Beziehungen, also sei es jetzt eine Eltern-Kind-Beziehung oder in einer Ehe, in Freundschaften, Schüler-Lehrer-Verhältnis und so weiter. Ich mag es einfach, dass Delphine de Vigan es sich nicht leicht macht, Themen auszuleuchten oder zu betrachten, sondern sie versucht wirklich möglichst viel in ihre Betrachtung mit einzubeziehen. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ein Buch, das mich auch beim zweiten Lesen sehr bewegt hat und eine Geschichte, die auch erneut nachhallt. Und ja, ein Buch, das ich nochmal empfehlen kann und wiederempfehlen kann und immer wieder. Das nächste Buch ist Die Leuchtturmwärter von Emma Stonex. Das spielt Anfang der 70er Jahre in England bei Cornwall, besser gesagt auf einer winzigen Felsklippe im Meer. Darauf steht nur ein Leuchtturm, für irgendetwas anderes ist dort auch kein Platz mehr. Und dieser Leuchtturm beherbergt 3 Leuchtturmwärter. Und drumherum, wie gesagt, ist nichts außer Wasser. Es ist also ein sehr beengtes Leben und Arbeiten auf diesem Leuchtturm. Kurz vor Silvester fahren einige mit dem Boot zu den Männern, aber sie finden den Leuchtturm komplett verlassen vor. Und es ist nicht das einzig Seltsame, alle Uhren dort sind stehen geblieben und zwar zur gleichen Uhrzeit. Und im Logbuch wurden falsche Wetterberichte eingetragen und noch einiges mehr. Was mit den 3 Männern passiert ist, weiß niemand und sie tauchen auch nie wieder auf. Das ist kein Spoiler, das erfahren wir schon ganz am Anfang der Geschichte und das ist der eine Erzählstrang. In einem zweiten Erzählstrang springen wir 20 Jahre in die Zukunft. In diesen Abschnitten lesen wir die Sicht der 3 hinterbliebenen Ehefrauen der Wärter. Sie werden nämlich von einem Autor interviewt, der in seinem nächsten Buch über das Verschwinden dieser Leuchtturmwärter berichten möchte. Die 3 Frauen sind jeweils immer ganz unterschiedlich mit dem Verschwinden ihrer Männer umgegangen. Sie alle überlegen sich aber jeweils sehr gut, ob, was und wie viel sie dem Autor erzählen möchten. Trotzdem aber kommen nach und nach immer mehr Details, Einzelheiten und Geheimnisse zum Vorschein. Die Frage aber, was mit den 3 Männern geschehen ist, bleibt. Anfangs habe ich es gerne gelesen. Ich fand es ganz nett, ich fand es unterhaltsam. Letztlich aber habe ich das Buch zwiegespalten beendet. Also die Geschichte der 3 Frauen fand ich recht klischeebeladen und deswegen konnten sie mich nicht so erreichen. Ich fand es recht langweilig. Die Geschichte der 3 Männer auf dem Leuchtturm hingegen, die gefiel mir richtig gut. Wir lesen,
wie das Leben dort für sie aussah, die Abgeschiedenheit, die Eintönigkeit, dann das Zusammensein permanent auf engstem Raum und man muss dann eben trotzdem miteinander klarkommen. Auch fand ich diese Stellen oft ziemlich atmosphärisch. Andere Stellen hingegen fand ich dann wiederum sprachlich etwas zu bemüht und stolperte manchmal über bestimmte Bilder oder Vergleiche. Ja, also deswegen einfach zwiegespalten. Es ist kein Buch, das ich jetzt wirklich aus Herzen empfehlen wollte. Es ist aber auch kein Buch, von dem ich abraten wollte. Also es war wirklich sehr, sehr schwankend für mich. Manche Stellen fand ich stark, andere Stellen hingegen waren für mich genau das Gegenteil. Insofern, so lala, ja. Es geht weiter mit Anthony Horowitz, Magpie Murders. Auf Deutsch heißt es Die Morde von Pye Hall. Die Ich-Erzählerin Susan ist Lektorin und betreut den berühmten Krimi-Autor Alan Conway. Er hat ein neues Manuskript für seine Krimi-Reihe eingereicht und dieses Manuskript nimmt Susan mit nach Hause, um es übers Wochenende zu lesen. Und dann lesen wir gemeinsam mit Susan die nächsten etwa 200 Seiten lang dieses Manuskript von Alan Conway. Und als wir dann mit Susan gemeinsam das Manuskript beenden, stellen wir fest, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und es dauert auch nicht lange, bis wir wieder zusammen mit Susan feststellen müssen, dass noch einige andere Dinge nicht so ganz in Ordnung scheinen. Und zwar sowohl in der Fiktion als auch in der Realität. Es bleibt Susan also nichts anderes letztlich übrig, als selbst tätig zu werden und herauszufinden, was all diese Dinge zu bedeuten haben, sowohl in dem Buch, in dem Manuskript, als auch in der Realität. Das ist zwar jetzt alles relativ vage, aber ich möchte tatsächlich nicht sehr viel mehr über den Inhalt verraten. Es gibt in diesem Buch also auf jeden Fall eine Geschichte in der Geschichte. Und die Art, wie der Autor sich hier zusammenspielen lässt und zusammenführt, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also das Konzept gefiel mir. Es hat mir auch Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen, insbesondere am Anfang. Die Stimmung hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist kein ungeheuer spannender oder nervenaufreibender Krimi, dafür aber trotzdem sehr fesselnd und insbesondere auch sehr atmosphärisch, wie ich finde. Also so ein britischer Krimi oder ein sogenannter Cozy Crime, wenn man so etwas mag. Es gab zwar hier und da ein paar Längen gelegentlich und das Ende, die Auflösung fand ich persönlich, das war ein Schippchen vielleicht zu viel, ein bisschen überzeichnet, aber das fand ich wirklich nicht weiter schlimm. Also damit konnte ich sehr gut leben und unterm Strich hat es mir wirklich Spaß gemacht. Es hat mich sehr gut unterhalten. Empfehlenswert würde ich sagen, insbesondere wenn man eben etwas ruhigere Krimifälle mag, also ohne allzu viel Spannung oder Aufregung, dafür dann mit etwas mehr Fokus auf den Figuren und auf ihren Verhältnissen untereinander. Also dann wird man mit diesem Buch sicherlich Spaß haben. Mir hat es gefallen, wie gesagt. Dann hatte ich noch eine Überraschungszusendung bekommen, und zwar Meter pro Sekunde von Stine Pilgard. Das klang nach einer schönen, leichten Unterhaltung, hat mich neugierig gemacht. Letztlich war das Buch aber leider nicht ganz meins. Auf jeden Fall spielt das Ganze in Dänemark. Die Protagonistin zieht gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem gemeinsamen kleinen Baby nach Westjütland, weil der Mann dort eine Stelle als Lehrer gefunden hat. Die Protagonistin erlebt in Westjütland allerdings einen ordentlichen Kulturschock. Das Leben in der ländlichen Gegend, aber auch die Sprache, die Menschen, der Umgang miteinander dort, alles ist einfach völlig anders als alles, was sie kennt. Sie versucht dann, sich zurechtzufinden und auch Anschluss zu finden und bekommt dann auch sehr bald zu ihrem großen Glück eine Arbeit vermittelt. Und zwar soll sie für die lokale Zeitung die Zuschriften an den Kummerkasten beantworten. Und diese Briefe lesen wir auch, also wirklich unterschiedliche Probleme anonymer Verfasser und auch die Antwortschreiben der Protagonistin. Das ist immer wieder mal so in der Geschichte eingeworfen. Daneben lesen wir eigentlich, was die Protagonistin da halt noch so erlebt. Also sehr vieles davon auch recht alltägliche Dinge. Also beispielsweise berichtet sie, dass sie schon unzählige Fahrstunden genommen hat und einfach ein hoffnungsloser Fall ist. Und dann begleiten wir sie eben bei der ein oder anderen Fahrstunde. Oder sie berichtet über Ereignisse in der Kita
Und sehr viel mehr muss ich ganz ehrlich gestehen, ich kann mich nicht mehr an sehr viel mehr erinnern. Also ich für mich habe zumindest keinen wirklichen Handlungsstrang in dieser Geschichte entdeckt. Es plätschert alles so ein bisschen vor sich hin. Hier ein bisschen was Alltägliches, da ein bisschen was Unspektakuläres, was ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss, aber dann muss eben das Drumherum stimmen. Also mein Humor hat es leider nicht ganz getroffen. Ich fand den Ton und den Stil nicht so gut. Also nicht nach meinem Geschmack, besser gesagt. Und dann gab es für mich hier auch keine Charakterentwicklung und mit der Figur selbst wurde ich auch nicht so richtig warm. Aber das ist alles einfach nur Geschmackssache. Die Protagonistin, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ist ziemlich trocken und manchmal etwas zu sehr von sich selbst eingenommen. Und es äußert sich insbesondere in den Antwortschreiben an den Kummerkasten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass genau dieser Typus und dieser Ton von der Protagonistin manche unglaublich gut amüsieren und unterhalten wird. Mich persönlich hat es aber einfach nicht erreichen können. Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Mir konnte das Buch unterm Strich einfach leider nichts geben. Ja, und insofern war das einfach nicht so ganz, war es nicht so ganz meins. Last but not least habe ich noch Galvez von José Luis Peixoto gelesen. Das Ganze spielt in Portugal in den 70er Jahren und zwar in Galvez, einem kleinen und eher rückständigen Dorf. Und in diesem Roman erhalten wir einen wunderbaren Einblick in das Leben ganz unterschiedlicher Menschen, die dort leben. Ob nun arm oder wohlhabend, ob jung oder alt, ob geachtet oder verachtet, ob gutherzig oder widerlich, wirklich alles an Charakteren ist in diesem Roman vertreten und auch das Schicksal und die Entwicklung sind immer sehr individuell. Und das hat mir sehr gut gefallen und das finde ich zumindest unterscheidet dieses Buch auch von vielen anderen Dorfromanen oder gar Heimatromanen, zumal wir hier auch gar nicht nur in Galvez feststecken. Die Figuren sind sehr lebendig, ihre Geschichten gingen mir sehr nah. Ich fand das Buch sehr abwechslungsreich und habe es einfach unterm Strich wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Und über dieses Buch hatte ich bereits in meinem letzten Video vier Bücher aus Portugal etwas mehr gesprochen. Deswegen fasse ich mich an dieser Stelle etwas kürzer. Falls ihr aber etwas mehr über dieses Buch erfahren möchtet, schaut euch gerne das andere Video an, das ich euch selbstverständlich verlinken werde. Dort gehe ich auch auf ein paar der zahlreichen Figuren ein. Also falls Interesse, könnt ihr dort mehr erfahren. Und das war's dann. Das waren meine zwei Lesemonate Januar und Februar. Ich freue mich wieder, wenn ihr mir in den Kommentaren mitteilen möchtet, ob ihr einige dieser Bücher gelesen habt oder Interesse daran habt, sie zu lesen oder vielleicht kein Interesse mehr daran habt, sie zu lesen. Und damit wünsche ich euch wunderbare Lesestunden und hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.